in YouTube Deutschlands beliebtestem Gaming-Format, den 0%-Level von Mario Maker 2. Leute, ihr müsst nicht so viel applaudieren. Nicht alles gut. Danke, danke. Wir sind heute wieder da, um unabgeschlossene Mario Maker Level abzuschließen und sie anschließend auf einer Skala von 1 bis 5 Punkten zu bewerten. Und wir starten heute mit einem deutschen Level. Malean mit dem Speedrun Profi. Level. Na, dann schauen wir mal. Okay, das hat jetzt noch nicht so gut funktioniert, to be honest. So, wir düsen hier hoch. Nee, irgendwas passt da nicht. Irgendwas passt da nicht. Ich hätte das Gefühl, ich muss schneller sein. Wenn ich jetzt hier hüpfe. Nee, aber ich muss dann da auch hüpfen, ne? Wenn wir jetzt einfach hier so hochgehen und uns dann den Helm aufsetzen und dann hier durchgehen. Ich meine, es ist ja in irgendeiner Art und Weise schneller, oder? Und dann müssen wir einmal hier hoch. Und dann aktiviert der das. Und das war's. Okay. Also irgendwie komme ich noch durch. Oh, und, oh ja. Das ist asozial. Da gibt er dem Spieler ja mal gar keine Chance zu reagieren. Okay, Freunde. Nach der zweiten Tür kracht es dann komplett. Und dann hier lang. Und dann machen wir dich kaputt. So, und jetzt müssen wir dann direkt hier den machen. Und dann so. Und dann geht's hier hoch. Und ja. Wir sind noch am Start. Man sieht gar nichts. Okay, hier Stampfattacken. Es ist super schwer, hier tatsächlich die Übersicht zu behalten, ne? Wo wir lang müssen. So, ich hoffe, dass wir jetzt hier in irgendeiner Art und Weise korrekt sind. Genau, dann werden wir jetzt nämlich hier hochgejietet. Dann können wir da stehen bleiben. Gehen über die. Da muss ich einen Triple Jump machen. Okay, ich kapiere. Ja. Okay. Ja, ich meine, das wird jetzt natürlich obviously nichts. Oh, ich muss mir auch noch einen 2-Block-hohen Sprung machen. Das ist mal ein Speedrun der anderen Sorte. Wirklich sehr, sehr eigen, aber macht auf eine gewisse Art und Weise Spaß. Okay, deutlich besser als davor. So, und jetzt muss ich hier einen passend hohen Sprung setzen. Okay, 11 Sekunden noch auf der Uhr. Ich sprinte einfach. Wir gehen durch die grüne Röhre und irgendwie leben wir noch. Jetzt müssen wir quasi immer im richtigen Moment den Helm aufsetzen. Ich lebe immer noch und das war's. Let's go. Ey, das hat Spaß gemacht. Also auf der negativen Seite muss man sagen, dass das Level ein paar sehr unvorhersehbare, ein bisschen unnatürliche Dinge gemacht hat, die man so aus Speedrun-Level nicht kannte, die teilweise ein bisschen unfair waren. Auf der anderen Seite hat man wirklich auch einige Dinge gemacht, die man eben, ja, auch nicht in anderen Leveln sieht, die aber wiederum cool sind. Also, es hat sich sehr frisch und sehr unkonventionell angefühlt, muss ich zugeben. Ich würde 4,5 von 5 Stoppuhren geben. Wie gesagt, ein paar Sachen waren echt ein bisschen fies, aber ansonsten geiles Speedrun-Level. Unser finnischer Kollege hat das Level Mürkö gebaut. Okay. Na dann, cool. Ich glaube, da muss jetzt im passenden Moment, naja, sich einen Schutz bauen und dann diesen Sturz der Stachelkugeln überleben. Ja, okay. Ich lebe noch. Aha. Okay, das passt. Oh, jetzt habe ich den geheatet. Ich wollte den gar nicht heaten. Ja, wir gehen einfach mal oben drüber. Und ich würde sagen, wir gehen auch nochmal hier oben drüber. Warte mal. Okay, aber hier ist jetzt Feierabend. Okay. Aber warte mal, das Ziel ist es ja, 9 Koopas zu besiegen. Das sehe ich jetzt erst. Wie machen wir denn das am besten? Ich bin wirklich stark verwirrt von diesem Level. Ich sag's euch, wie es ist. Wo sollen denn diese Koopas überhaupt sein? Ah, die sind hier. Shit. Okay, okay, da muss ich hin. So, jetzt müssen wir hier über diesen Turm oben drüber. Und dann nehme ich mir jetzt hier diesen Block. Und Bruder! Ich hasse Autos. Jetzt habe ich 8 von 9 getötet. Und wo ist jetzt der 9.? Guck mal, hier ist ein Block. Oder, nee. Hä, was machen diese Pfeile hier? Was ist das? Was ist das? Okay, Freunde, es wird immer skurriler. Normalerweise sollten das genügend Koopas sein. So, das war der erste. So, da oben in dem Auto ist der 2. Und ich glaube, der wurde mir vorhin aus mir unerklärlichen Gründen nicht angerechnet. Aber jetzt gilt er als besiegt, ne? Ich habe 2 von 9. Und wenn wir jetzt hier runterdroppen. Hä, wie konnte ich denn vorhin 8 von 9 haben? Was ist denn da vorhin passiert? Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es ein absolutes Mistlevel ist, Freunde. 0 von 5 Silhouetten, die ihr nicht erkennt. Das war nicht geil. Das war nicht geil, Bro. Dieses Level heißt Gotcha und kommt von der niederländischen Shalana. Und hat mich gegottet. Das sieht besser aus. Okay, weh, jetzt kommt gleich wieder irgendwo ein Kaiserblock. Ich raste aus. So, jetzt kriegen wir hier erstmal einen Pilz. Das ist schön. Ja.
Ein halber von 5 Fragezeichenblöcken, weil er mich gegottschart hat. Stevie7 baut die Piranha Plant Stairs. Unser Mii sieht irgendwie wie so ein kleiner Timmy aus. Ich habe Angst. Und ich darf den, ich darf nicht getroffen werden. Okay, kein Gegentreffer. Dann wollen wir doch mal schauen, Freunde, ne? Ja, das sieht doch eigentlich noch ganz entspannt aus. Und jetzt muss ich spinnen, ne? Mhm. Okay. Das muss ich doch sehr aufpassen. Bruder. Wow. Wow, Bro. Okay. Ja. Okay. Aufpassen, ne? Mhm. Komm schon. Oh, danke schön. Ja. War eine Challenge. War jetzt nicht mega, war jetzt aber auch nicht scheiße. 2,5 von 5 Piranha-Pflanzen. Komm, wollen wir heute mal nicht so sehen. Das sieht interessant aus. On the ground, short time attack. Schauen wir mal. Der Level konnte nicht gefunden werden? Was? Der wurde wieder gelöscht? Das ist auch eine Premiere. Das hatten wir noch nie. Dass ein Level gelöscht wurde in dem Moment, wo wir spielen wollten. Yo, hä, wie krass. Das ist cool. Da steht irgendwas mit YouTube im Titel. Schauen wir mal. Oh yeah, Mario Time. Nächstes Level. Ein weiteres japanisches Level, welches ich nicht vorlesen kann. Beziehungsweise dessen Namen ich nicht checke. So, und das scheint in irgendeiner Art und Weise ein Speedrun-Level zu sein, ne? Offensichtlich. Okay, so. Da muss man jetzt immer chillen, ne? Und dann immer quasi hier auf den passenden Moment warten. 7 Münzen brauchen wir. 5 habe ich. Oh, das ist fies. Oh mein Gott. Das ist fies. Aber ich habe Lust, es auszuprobieren. So, das ist halt ultra fies, ne? Bruder. Und vor allem der erste Sprung failed und Feierabend. Ich weiß nicht, ob man einen Ducksprung machen muss. Wäre hier vielleicht irgendwie sinnvoller, ich weiß es nicht. Ja. Oh nein! Jetzt habe ich die Münze verpasst, Freunde. Egal. Also theoretisch. Ah nee, es gibt sogar mehr. Okay, man muss nicht die maximal 7 Münzen sammeln, sondern mindestens 7 Münzen. Das ist natürlich chillig. Oh cool, das war's. Oh nice. Okay, interessantes Level. Hat mir Spaß gemacht. Was soll es? Wir haben heute einen guten Tag. 5 von 5 Sushi-Rollen. Es war ein gutes Challenge-Level. Na, muss man einfach mal so festhalten. Da versagt meine Stimme. Oh, ein Choose Your Path Level. Okay. So, ich nehme die hintere Tür. Und da kann ich gar nichts machen. Ich kann auch nicht oben lang. Okay. Der hintere Weg scheint jetzt noch nicht der richtige zu sein, wenn ich den vorderen nehme. Ich glaube, das Level hat doch irgendeine Form von Story. Die ich noch nicht so ganz kapiere. Also ich glaube, man bekämpft irgendeine Art Monster. Wir gehen nochmal rein. Also, hier oben ist das Monster. Ne? Das sehen wir. Und dieses Monster hat irgendwie einen Kopf und Arme. Und man wählt jetzt hier aus, ob man, ich meine hier die Eisbürger, ob man auf seinen Kopf geht oder welche Waffe man vielleicht verwendet. Also, Klein Timmy hatte bestimmt eine coole Story im Kopf. Leider check ich sie nicht. Japan ist zurück mit einem großartigen Level, Friends. Und wir dürfen nicht auf den P-Switch steigen. Okay. Wir haben auch keinen Zeitdruck, obwohl die Musik uns das suggeriert. Und ich vermute mal, ich muss jetzt immer die P-Switches vermeiden. Oder? Probiere ich jetzt hier rüber. Und auch hier slide ich. Und dann gehen wir hier rein. Oh, jetzt kommt da Mancha raus. Und jetzt kann ich nämlich hier den Checkpoint aktivieren. Das ist doch schon mal schön. Und es geht weiter. Ach Mann, diese Manche kriegen mich immer. Die sind so ein Crap. So, wir düsen weiter. Hier ist jetzt das aktiviert. Das ist okay. So, ich könnte jetzt hier rein oder ich düse hier weiter, ne? Jetzt natürlich die Frage, was ist der richtige Weg? Ich lasse die einfach mal alle in den Abgrund jieten. Gar keinen Bock, mich mit denen auseinanderzusetzen. Hier kriege ich eine Feuerblume. Ich habe das Gefühl, das komplette Level hat sich gerade einfach vom gesamten Artstyle her geändert. Hier ist eine Röhre. Und das alles endet in einem Troll. Und jetzt an der Stelle, genau, hüpfen wir hier einfach drüber und gehen dann direkt wieder hier rein, ne? Und das war...
Warum ist der ganze Weg... Ach, Bruder. Da, die japanischen Gene, sie attackieren meine Synapsen. Spielen wir doch lieber Ipzeponfkepeklia. Das fühle ich. So, da steht Mario. Okay, und da kommen Fische raus. Okay, das ist so ein Mini-Troll-Level, oder was? Und jetzt bin ich hier... Ach, Digga. Das wird jetzt auch mal wieder eine Qualitätsbombe, Freunde. Wir sind hier rüber. Das hat jetzt so ein bisschen Mario Bros. 1... Die Qualität, sie droppt rapide, Freunde. Weiter geht's mit diesem Level. Oh, das sieht auch wieder nach einer brutalen Qualitätsbombe aus. Freunde, die Qualität... Sie droppt rapide. 0 von 5, weiter geht's. Och, Bruder, was ist denn das jetzt schon wieder? Was ist... So ein Crap. So ein Crap. Digga, was ist das? Ich muss da einfach nur hochspinnen, oder? Freunde, wenn ihr noch eine weitere 0% Folge levelt... Hier. Und hier ist... Was haben wir überhaupt für Videos? 3D World, aber unfair. Ich kann das alles nicht mehr. Klick jetzt. Oder da. Mir egal.